Jo. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu diesem Vlog und this will be very, very nice. Wir sind hier auf dem Greater Festival, so wie ihr jetzt gerade seht. Wir haben hier unseren Stand und wir werden die Leute fragen, was Greater so gut macht und gerade im Bereich Marketing so gut macht. Und wir werden natürlich ein paar Eindrücke zeigen, hier ein bisschen rumlaufen, mit Leuten quatschen. Das ist immer wie so ein bisschen Klassentreffen hier im Marketingbereich von Deutschland beziehungsweise auch so Persönlichkeitsentwicklungsbereich in Deutschland. Heute ist Tag 1. Tony Robbins ist gerade drinnen auf der Bühne und spricht. Ich habe mir gerade schon einige Notizen bei ihm gemacht und werde da wahrscheinlich auch noch ein Video zu machen zu den Learnings etc. Tony ist gerade drin, wir gehen auch gleich mal rein und fangen nochmal so ein paar Bilder ein. Aber jetzt erstmal ganz wichtig, viel Spaß beim Vlog. Wir werden so richtig geil was reinballern, damit ihr einfach auch was rausnehmen könnt und werden alle Leute, die wir gefühlt so hier kennen, fragen und einfach mal die Meinungen reinholen, damit ihr auch das meiste so rausnehmen könnt. Und let's do it! Okay. Also ich bin hier mit Katrin und Katrin, ganz kurz, das Video heißt, was du von Greater über Marketing lernen kannst. Und die Frage stelle ich dir jetzt, was kannst du von Greater über Marketing lernen? Also ich finde es sehr geil, wie durchdacht alles ist, alles, ja, bis ins kleinste Detail. Und da geht es ja schon los mit der Farbe. Also die Farbe findest du einfach überall wieder. Und ich habe mich heute auch direkt abgestimmt hier mit der Farbe. Aber es ist einfach, egal, du läufst hier rum, die Schilder, du weißt sofort, das ist Greater, das ist Branding, da weißt du genau, was passiert. Ich glaube Branding. Ja, ich glaube, dass die, dadurch, dass die halt, was hier sehr, sehr präzise, du siehst das Logo oder du siehst das G, du siehst die Farben, denkst du, ah, okay, das ist Greater. Das wäre wahrscheinlich so das eine, was mir da reinkommt. Also ich merke das ja, Greater hat so eine riesen Reichweite mittlerweile. Und das schaffen sie natürlich auch, weil viele darüber reden. Also das heißt, sie schaffen es total gut, einfach diese Word-of-Mouth-Empfehlungsmarketing reinzubringen. Also ich könnte noch ewig weitermachen, aber da fangen wir mal an. Ja, das kommt kurz gut. Geil. Was glaubst du, wenn du dir eine Sache aussuchen müsstest, was macht Greater richtig geil im Marketing? Also weil, wieso kriegen die das Ding hier so geil hin? Was würdest du sagen, was ist so die eine Sache? Ich glaube, die eine Sache ist, sie arbeiten gut mit den Speakern zusammen, dass sie da geile Kooperationen haben, dass die Speaker mitgehypt sind auf diese Bühnen. Also quasi ihre Leute, die sie hier auf dem Status haben, die sind einfach mit am Start und das, glaube ich, macht es viel aus. Wenn hier 170 Leute Werbung machen, nee, dann sieht man den Synergieeffekt direkt. Ja. Greater also 170 sich, Speaker. Ne? 170 Speaker. Nicht. Das ist, glaube ich, das größte Potenzial. Weil Greater an für sich hält sich ja super zurück mit Fotos und Videos posten auf ihren Insta-Kanal. Die arbeiten eher über Ads. Also sie machen gar nichts organisch so weit, sondern eher über das Ads-Game. Und das Organische, glaube ich, kommt dann auch durch die Speaker dazu und die Kombination ist es dann. Geil. You are in it now. You are yes, yes, woo! In the game. Ich fand es auch spannend, als wir hier reingekommen sind. Alle sind so in der ersten Reihe so mega happy und sagen Hallo. Und das ist halt einfach auch so ein Wohlfühlfaktor, glaube ich. Aber ich glaube, es ist halt einfach so auch der krass, der Netzwerkeffekt, weil Greater halt von Anfang an irgendwie, seitdem man die kennt, dafür bekannt ist, die großen Leute aus Deutschland, die Speaker und so, für Persönlichkeitsentwicklung zu haben, zu hosten. Und das einfach so dieser Netzwerkeffekt ist. Ne? Also dieses so, hey, ich nehme die Reichweite von anderen auch mit und andere profitieren auch dann von unserer Reichweite. Und das ist halt mega spannend. Kann ich auch sagen, was ich nicht so gut finde? Ja. Ich glaube, damals der Umschwung von Gedankentanken zu Greater, das war aus meiner Sicht eigentlich ein Fehler. Ja. Weil ich gedacht hätte, hey, ihr habt so, Gedankentanken ist so geil, außer Tony Robbins sagt keiner Greater. So. Und ein Deutscher kann halt mit Greater nichts anfangen. Ich hätte es bei der Gedankentanken, ich glaube, es hat so viel krasserer Namen. So Think Tank und so weiter aus den USA, daher kommt das ja. Wird für mich viel, viel besser passen, weil Greater so viel Greater ist. Können die Deutschen halt nicht viel mit anfangen. Die haben eine starke Community, ne? Also auch in den letzten Jahren aufgebaut, extrem viel Reichweite. Ich glaube, die beherrschen das Content-Marketing-Game, weil wir sehr früh auch damit angefangen haben. Und das sorgt dann dafür, eine große E-Mail-Liste zu haben, viele andere Speaker zu haben, die das mit zu promoten. Und dann kriegst du so ein Ding halt voll. Erkan, aufgewacht von den Toten! Boah, schönes Nickerchen gemacht. Boah, ich bin richtig platt gewesen. Ernsthaft? Ja. Nickerchen? Ja, aber richtig. Junge! Powernap, Powernap. Ja? So ist komm, das. Ich habe auch eine Frage an dich, mein Süßer. Ah, ich bin wieder vor die Kamera. Worum geht's? Eine Frage und zwar, was würdest du sagen, wenn du dir eine Sache aussuchen müsstest, was Greater im Marketing am besten macht? Was ist es? Die Menschen zu bewegen tatsächlich. Also so eine Community zu haben, wo die eine Lanxess Arena voll machen können.
Beim letzten Mal waren es sogar 16.000, diesmal 10.000. Aber trotzdem, der erste Hype mit Tony Robbins war ja da, jetzt der zweite da, ist natürlich immer wie beim zweiten Launch. Aber die bringen einen Hype, eine Bewegung, bringen Persönlichkeitsentwicklung zusammen mit dem Thema Business. Und das hat Greater sehr gut geschafft. Und das haben die einfach kontinuierlich aufgebaut, jedes Jahr ein großes Event. Jetzt sind sie hier. Also gut gemacht auf jeden Fall. Greater hat es wie kein anderer aus meiner Sicht geschafft, eine Plattform zu schaffen. Aus meiner Sicht ist Greater eine Plattform. Und das eigentlich Paradoxe ist, dass man ja mit einer sehr spitzen Positionierung eigentlich im Markt gewinnt. Und wenn man sich Greater anguckt, ist das nicht sehr spitz, sondern breite Themen. Aber auch die sind damals spitz in den Markt reingegangen, über Speaking, über Gedanken tanken und dann immer breiter geworden und haben diese wahnsinnige Plattform aufgebaut. Und das ist natürlich mittlerweile jetzt ein Reach. Das hat noch keiner geschafft. Und deswegen so dieser Plattformgedanke, das machen die am besten von allen. Also so diese Zusammenstellung von allen Speakern, ne? Ich glaube jetzt sind es hier so 170 und alle einfach zusammen und da quasi so alles zusammen. Ja. Nice. Wann ist dein Speech? Morgen 18:30 glaube ich. Jetzt haben wir aber die richtigen Leute eingesackt. So, dann schauen wir mal, was Tony noch so macht. Person who is doing the listening or the person who gave you feedback certainly deserved. Tony Robbins. But you didn't. I want you not to remember everything they said. But of all the things they told you to do when you're most certain, when you're most passionate, I literally should be about. So for me, those don't talk about that, I know. So Leute, ihr habt gerade drinnen gesehen, Tony Robbins macht gerade sein Ding und ich war gerade auch ungefähr 2-2,5 Stunden da drin und habe mir gewisse Dinge angehört von ihm, die sehr, sehr spannend sind, auch aus Marketing-Sicht. Und ich habe hier eine Sache, die ich jetzt euch mitgebe, und zwar 5 Schritte zu einer einzigartigen Identität beziehungsweise 5 Schritte zu einer Brand. Und da hat Tony quasi rausgehauen. Punkt Nummer 1, du musst verstehen, dass eine Brand, eine in der Identität heutzutage eine richtige Macht ist. Ja, also dass du, genauso wie du gerade die ganzen Personal Brands da draußen siehst etc., das ist auch gerade der Grund, wieso ich dieses YouTube-Video mache, weil Brand einfach extrem viel über deine Persönlichkeit aussagt und das natürlich auch mit der Assoziation deiner Marke extrem wichtig ist. Ja, das musst du erstmal verstehen. Punkt Nummer 2 ist, du musst verstehen, was dein USP ist und du musst verstehen, was du anders machen kannst in dem Markt, wo du drin bist. Ja, also einfach, du musst dein USP klar definieren und dieser USP, und das hat Tony gerade mit den Leuten drin rausgearbeitet, war auch mega krasses Learning, ist immer sehr darauf bezogen auf das Why, was du hast. Bedeutet, wieso verkaufe ich zum Beispiel eine Agenturdienstleistung, die Coaches, Berater, Experten dabei hilft, ihr Ding oder ihr, sage ich mal, ihre Dienstleistung etc. besser an den Markt zu bringen und besser an den Mann zu bringen. Ja? Wieso mache ich das? Weil ich dieses Business hier aufbauen konnte, nur weil ich über Online-Kurse, über Coachings, über persönliche Weiterbildung, sowas wie hier bei Greater, mein Mindset erweitern konnte und damit aber auch mein Business etc. alles aufgebaut habe. Nichts, was ich in der Schule gelernt habe, war das, was ich jetzt hier im Business anwende. Alles, was ich mir beigebracht habe im Marketing, im Performance-Marketing, das, was wir gerade für unsere Kunden machen, habe ich mir beigebracht auf einer Basis von, hey, da ist ein Videokurs, ich gucke mir das an, ich lerne das und wende das dann noch an. Und diese Power sehe ich auch bei unseren Kunden, dass die, egal was es ist, jetzt nicht nur Marketing, sondern ganz viele andere Dinge auch ihren Kunden beibringen können und dabei helfen wir unseren Kunden. Ja, das ist zum Beispiel ein Why oder ein USP von mir. So, dann Punkt Nummer 3. Wenn du einmal dein USP definiert hast und weißt, dass du mit deiner Brand eine richtige Macht hast, dann ist es wichtig, das auch zu kommunizieren, so wie ich das gerade im zweiten Punkt gemacht habe. Ich habe kommuniziert, was denn bei mir mein USP ist und wieso wir das machen, was wir mit unserer Agenturdienstleistung quasi, wobei wir Coaches, Berater, Experten dabei helfen, wie wir quasi diese Brands mit Ads skalieren. Ja, auch ganz wichtiges Learning. Punkt Nummer 4 ist, du musst es leben. Ja, also du musst die Dinge, die du verkörperst, die Dinge, die du tun willst, die musst du auch verkörpern. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und Punkt Nummer 5 ist, diese Dinge, die du gerade gelernt hast, das musst du dann letzten Endes versuchen zu vermarkten. Ja, und wie vermarktest du es, indem du natürlich darüber sprichst, aber dann auch dein Medium zu finden und zu gucken, ist es Podcast, ist es YouTube, ist es Instagram? Und das quasi, im Englischen sagt man, you have to search the eyeballs. Ja, also du musst quasi Traffic generieren, der diese Message dann auch sieht, damit die sich damit auch identifizieren können. Ja, weil es bringt nichts, dass du das krasseste Branding ever hast, aber niemand sieht es, weil du es nicht vermarktest. Ja, deswegen Schritt 5, vermarkte es. Und das sind die 5 Schritte, die ich gerade von Tony Robbins drinnen mitgenommen habe. Und das werde ich auch nochmal weiter ausführen in einem anderen Video, aber das jetzt erstmal zu dem Punkt. Und jetzt geht's weiter in die Interviews. So, liebe Leute, ich wollte euch hier nochmal einmal kurz mitnehmen, weil wir haben tatsächlich ein sehr, sehr geiles Event noch abends organisiert mit
sehr, sehr vielen Speakern vom Greater, tatsächlich persönlich von uns organisiert. Also hier hinten sitzen sehr, sehr viele spannende Leute. Taylor von Love Life Passport, Tolga von Elopage, Marc Reinbach von Intuit, Zlatko Sterzenbach, Vlad Yachchenko. Also super, super viele Leute aus der deutschen Marketing- und Coaching-Szene, die so beim Greater sich alle rumtreiben. Katrin Hill. Ich könnte jetzt hier gefühlt die ganze Zeit so weitermachen. Ich wollte es einfach nur mal zeigen und hier euch noch in den Vlog mit reinnehmen. Und morgen geht's weiter mit dem zweiten Tag von dem Greater Festival. Ihr habt ja heute schon ein paar Einblicke gesehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall morgen. Das hier war auf jeden Fall jetzt der krönende Abschluss mit allem drum und dran. Deswegen, ich hoffe, euch haben die Einblicke gefallen und dann sehen wir uns morgen. Da sind wir, Lena Lamprecht. Sie hat eine VA Academy und bildet sie virtuelle Assistenten aus, die sich online selbstständig machen wollen. Jawohl! 19. Jetzt musst du die Mädels fragen, was 19 ist. Ja, Papa, hä? Ja. Wo ist das Kind? Ist doch da? Ist doch hier? Das Kind ist doch noch da, oder? Das ist ja auch ein bisschen schwierig. Ja, ja, dein Backbone. So, liebe Leute, herzlich willkommen zu Tag 2 und heute geht es einfach nochmal weiter in weitere kleine Mini-Interviews, wo euch die Leute verraten, was Greater eigentlich so geil macht an ihrem Marketing. Und wir haben echt noch geile Leute, deswegen seid gespannt. Sehr, sehr geile Sachen und jetzt geht es einfach weiter. Viel Spaß dabei. Ich hatte die Fragen vorher gesteckt oder? Nein, bekommst du nicht. Eine Sache, also du darfst dir eine Sache aussuchen, die Greater im Marketing extrem gut macht, aber du darfst nicht sagen, weil die so viele Leute zusammenbringen. Ja. Was mir direkt einfällt, sind definitiv die Branding-Farben. Also überall ist natürlich ein Branding. Das fängt mit den Tickets an, das fängt mit dem Bändchen an und Co. Überall ist natürlich einfach diese grün-blau, sieht man halt einfach super, super, super gut gebrandet. Und immer wenn ich halt das G sehe, denke ich natürlich direkt an Greater, weil es halt auch eine schöne Schreibweise hat. Nur das G allein, ne, was auf jeder Bühne steht, Wahnsinn, das ist halt echt, das ist definitiv ein Punkt. Es ist ja nur das G, ne, und du weißt direkt, okay, Greater. Amigo! Also wenn ich mir eine Sache aussuchen müsste vom Marketing, guck mal, es gibt zwei Dinge, die in unserem Markt sich massiv verändern. Die erste Sache ist die, dass sich alles entwickelt in der Subscription Economy. Das ist die erste Sache. Ja. Das Ding, wir in Deutschland haben natürlich, wir sind so ein bisschen hinterher. Alles, was in den Staaten passiert, das dauert so 2-3 Jahre, bis es bei uns ankommt. Ihr merkt das, wir merken das. Subscription is the Go-To-Plattform. Ja. Oder das Go-To-Ding eigentlich so. Ja. Das ist die eine Sache, die Greater noch gar nicht so gut umsetzt, aber in Teilen. Was ist die eine Sache, wo du sagen würdest, die Greater Marketing am besten macht? Können wir mal schneiden, ich brauche jetzt noch ein paar Minuten. Also ich glaube, der Hebel war einfach, andere auf die Bühne zu stellen und viel dadurch wertvollen Content zu liefern. Gerade in der Anfangszeit, wo viele Experten auf den Bühnen waren, viele professionelle Speaker und dadurch einfach eine Reichweite zu erreichen. Ja. Also ein bisschen so den Schwarmeffekt mitzunehmen. Ja. Die zweite Sache, was Greater aber extremst gut macht, was ihr gut macht, was wir gut machen, ist das Thema Community. Mhm. Das ist die Nummer 1 Sache. Guck mal, heutzutage, Menschen kaufen nicht mehr einfach nur ein Coaching oder ein Produkt oder ein Kurs oder was auch immer. Menschen kaufen das Gefühl, was sie dadurch haben. Greater vereint all diese ganzen Menschen in unserer Bubble, wenn du es so möchtest, und all die Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, die Business aufbauen wollen, die selbstständig sind, die Unternehmer sind und so weiter. Und sie schaffen es, diese Community so einzuschwören, dass so ein Wir-Gefühl gibt. Und dieses Wir-Gefühl gibt halt die Stärke und eigentlich dieses Durchhaltevermögen. Und das ist eine der größten Sachen, die im Marketing bei Greater unglaublich gut funktioniert. Ja. Und ich war ja bei der ersten Veranstaltung damals von Gedankentag, war ich ja einer der Speaker. Ja, wild. Wann war das? Das war, ich glaube, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger von Stefan Friedrich. ich glaube, es war 2012. Da waren wir noch irgendwie 100 Menschen. Ich war mit René Barbonus, Dr. Stefan Friedrich und noch zwei anderen waren wir auf der Bühne und das war die erste Veranstaltung von Gedankentag. Ja. Und jetzt haben wir hier mehrere tausend Teilnehmer, also schon großartig, wie sich das entwickelt hat. Würdest du sagen, damals so dieser Switch von Gedankentanken zu Greater, also manche Leute haben gesagt, war ein Downgrade oder würdest du sagen, war ein Upgrade? Nee, überhaupt nicht. Großes, großes Upgrade. Ja. So. Also einmal ist es unternehmerisch gesehen ein großes Upgrade. Ich meine, Greater Gedankentanken macht ja auch keinen Hehl daraus, dass es damals eine schwierige Phase war, während Covid und allem drum und dran, auch vorher und allem drum und dran, gab es auch finanzielle schwächere Zeiten. So. Ja. Greater war ein gesamtes Rebranding, war eine gesamte neue Strategie, eine Verjüngung der Brand. Gedankentanken ist sehr deutsch. Das ist so dieses deutsche Wort, Gedankentanken, okay, was ist das? Aber Greater, guck mal, Greater hat eine richtig geile Botschaft. Ist eine geile Domain, ist ein geiler Name, hat eine geile Botschaft. Greater steht für was. So, und das ist halt geil.
safe. Und halt auch, weil die ja auch dann mehr internationale Leute auch anziehen konnten. Safe. Ne? Und es auch viel verständlicher war. Und wenn du jetzt ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kannst, was gerade so passiert, dann siehst du ja auch, wo Greater sich hinentwickelt. Es internationalisiert sich. Kannst du mal von ausgehen. Du wirst sehen, dass Greater eine internationale Plattform wird. Du wirst sehen, dass Greater English-Speaking-Communities ansprechen wird mit dem deutschen Label quasi. Und das kannst du mit Gedanken tanken gar nicht. Das heißt, von einem Downgrade können wir gar nicht sprechen. Das ist ein maximales Upgrade, ein ganz smarter Move gewesen. Und genau, also ich hätte es nicht anders gemacht. Nice. Mega. Danke dir. Ich habe gehört, wir brauchen Christy Joy für zwei Fragen. Na? Was machen wir denn? Eigentlich eine kurze Frage. Okay. Also erstmal, wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Ja, cooler Stand. Möchtest du mir in die Augen gucken? Ja? Klar. Okay, immer gerne. Wenn du dir eine Sache aussuchen müsstest, die Greater im Marketing richtig geil macht, also so the one thing im Marketing von Greater, was würdest du sagen, was ist so die eine Sache? Naja, das ganze Konzept, dass sie so die besten Speaker überhaupt zusammensammeln. Also Beispiel jetzt auch Tony Robbins, den ja irgendwie jeder als Weltstar kennt. Ich glaube, das ist so das Marketing, was einfach seedet, was nach außen geht und wo sich jeder mit irgendeiner dieser Menschen identifizieren kann oder letztendlich aus diesem Grund kommt. Und ich denke, das ist so das die hauptgeile Marketingstrategie auch von Greater. Ja, eine Sache, die die sehr gut machen, ist, dass sie bekannte Größen einladen, wie zum Beispiel Tony Robbins, um dieses Gesamtkonstrukt sozusagen so gut darzustellen mit dem Event, was man hier alles hat, dass sie das schaffen, diese Marke so zu beleben, dadurch, dass so große Größen da sind, wie zum Beispiel Tony Robbins. Und dadurch ist es halt sehr lebhaft, ist es halt auch für die Teilnehmer, die hier hinkommen, also alle, die hier sind, ein sehr schöner Ausgleich für das, was sie da erhalten. Und ich glaube, das machen die sehr richtig und sehr gut. Und dann im Nachgang quasi, wie zum Beispiel dann das Tony Robbins Event, aber Greater veranstaltet das, ne? Und das ist halt so marketingtechnisch sehr smart. Oder sich gewisse Größen zu holen, wie John Strelacki, der einen Kurs macht, ja? Und im Namen von Greater sozusagen. Das ist auch nochmal ein geiler Punkt, weil das Ding ist ja, jeder verschiedene Speaker zieht ja andere Leute an. Ja. Und deswegen ergibt sich auch halt hier so diese Zielgruppe, glaube ich. Ja. Das ist halt sehr divers. Auf jeden Fall, ist mir auch aufgefallen. Also super unterschiedliche Menschen und zum Beispiel eine Pamela Reif zieht ja nochmal ein anderes Publikum oder ein jüngeres Publikum an als jetzt zum Beispiel Mae Musk. Ja. Was nimmst du hier so mit? Also wieso hast du einen Stand, wieso hast du einen Vortrag? Was meinst du, was für dich so das Wichtigste ist gerade? Genau, also die Menschen auch persönlich kennenzulernen, weil Greater ist ja eine Messe, wo 13, 14, 15, 16.000 Menschen hinkommen, die sich dafür interessieren, für Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Bewusstsein, Bewusstseinsentwicklung, Integration. Und das ist so der ausschlaggebende Punkt, warum ich hier bin, um unsere Community, unsere Menschen, die hier sind, auch persönlich nochmal zu sehen, zu treffen und in den Austausch zu gehen. Und dafür ist so ein Ort halt perfekt. Ja, ja, geil. Nice, Mann. Finde ich richtig geil. Zieh weiter durch. Dankeschön. Und viel Spaß beim Vortrag. So, liebe Leute, das ist das Ende des Greater Vlogs. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir hatten hier wieder eine richtig geile Zeit mit Stand, mit Vortrag, mit ganz, ganz vielen Speakern und Leuten und potenziellen Kunden, aber auch schon bestehenden Kunden, mit denen wir ein geiles Dinner hatten. Deswegen, wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen Einblick geben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Tim von Automated. Ciao, ciao.